Für Mansfeld hat am Tisch Platz genommen Johann Bautsch, einer der beiden verantwortlichen Trainer, und LSC ist ja allgemein bekannt. Ich sage es für die, die es nicht sehen, weil sie draußen in der Halle sind, Andreas Zabel und Johnny Lehmermann. Ja, klar, die erste Frage muss ich mir nicht groß ausdenken. Wir wollen natürlich über den Kampf heute reden. Jo, was sagen wir denn? 12:12, fahren wir glücklich nach Eisleben. Also auf jeden Fall war es ein ganz heißer Tanz. Also es war nicht lassen da. Es ging ja bis in die Schlussphase rein, wo es Spitze auf Knopf stand. Und wir sind im Endeffekt mit den Unentschieden schon zufrieden, weil wir nach den klaren Viererwertungen, die ihr je nach den neuen Wertungen erreicht habt, ist es natürlich sehr schwer, dort ranzukommen. Und ich sag mal, die Stabilität der Mannschaft hat einfach bewiesen, dass wir in der Lage sind, hier gleichzuziehen. Wir hätten vielleicht auch die Chance, hier und da euch heute zu besiegen. Also ich denke, auch ihr könnt mit dem Unentschieden heute hier zufrieden sein. Und wenn ich mich nochmal an das letzte Duell erinnere, als wir gerade in die Bundesliga aufgestiegen sind, da hatte ich ja an diesem Tisch gesagt, also wir sind ja neu in der Bundesliga, wir wurden quasi reingeschubst, konnten uns noch nicht so richtig damals vorbereiten. Wir haben uns jetzt etwas besser vorbereitet. Ja, damals haben wir einen besseren und qualitativ höheren Kampf versprochen. Ich denke, das haben wir heute auch erreicht. Beide Teams haben sicherlich am Limit gekämpft. Und aus dem Grund sage ich mal, ist das Unentschieden auch gerecht. Ja, so eine Einschätzung brauchen wir den zweiten, der das auch so sieht. Andreas, Johnny, seht ihr das auch so? Gerechtes Unentschieden. Rückblickend natürlich, alle Kämpfe betrachten, denke ich schon, ist ein gerechtes Ergebnis, dass ich mit dem Unentschieden nicht zufrieden bin, denke ich, sieht man vielleicht auch meiner Mimik an. Wir hatten uns ja auch gut vorbereitet auf den Kampf, allerdings ja, hat uns Mansfeld mit der Besetzung der Eingewichtsklasse einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich bin davon ausgegangen, dass wir heute hier gewinnen, dass es zwar knapp wird, aber dass wir im Endeffekt gewinnen werden. Und ja, ist der erste Kampf, der ist für alle Mannschaften gleich. Wir sehen natürlich auch, dass bei dem einen oder anderen entweder die nötige Konzentration oder die nötige Kondition vielleicht noch nicht so das Hauptaugenmerk auf den Kampf gelegt wurde. Und gut, wir müssen weiterarbeiten und den nächsten Kampf versuchen. Ja, alles besser als machen. Frage ich gleich mal nach. Wir haben 4 Neuzugänge gesehen. Wir wollen nicht jeden Einzelnen auseinandernehmen, jeden einzelnen Kampf. Das macht ihr dann in der Auswahl mit der Mannschaft oder hin. Aber eine allgemeine Einschätzung. Wir haben 4 Neuzugänge gesehen. Was sagt das Trainerteam zu der Einstellung? Auch, ich würde mal sagen, durchwachsen mit der Einstellung. Ich bin am Ende zufrieden und froh, dass der Klient seine Frau gewonnen hat gegen Dennis Nofragen, den alten Fuchs, weil er ja auch bekanntlich gerade jetzt in der Zeit nach dem Sommer noch arge Probleme mit dem Gewicht hatte, und von der Warte her war es am Ende eine ordentliche Leistung. Der eine oder andere hat sicherlich mehr erwartet, aber gut. Enttäuschend ein bisschen, muss man nur sagen, die WM-Starter, und das ist immer so ein Risiko nach der WM, in welchem Zustand sind die WM-Starter? Das ist immer ein Risiko. Die einen sind gut, und ich denke, Maximovic hat sich auch nicht verkauft. Zumindest körperlich, ringerisch, das ist eine andere Geschichte. Aber die anderen zwei waren ein bisschen neben besonnen, sage ich mal so. Und das hat man auch gesehen. Also da war, und das hat mir in einigen Kämpfen gefehlt. Da hat das Feuer nicht gebracht. Ja, weil ich gerade 90er gesprochen habe, muss ich Richtung Mansfeld gucken. Ihr habt mich besser vorbereitet. Ja, ihr habt ja zugeschlagen wie die wahnsinnigen Neuzugänge. Habt ihr euch geholt, bei den Leichten habt ihr euch doch versucht zu verstärken, bei den Superschweren auch. Und dann steht im Bundesliga-Heft, Ziel nicht Abstieg, 6. Platz. Wollt ihr uns jetzt verkackern oder was? Also das sah nicht so aus, als wollt ihr nicht, nur nicht absteigen, oder was ist los? Also das Ziel Abstieg, das haben alle Mannschaften, denke ich mal. Also das Ziel Abstieg, das haben wir auf keinen Fall. Nicht Abstieg? Nicht Abstieg, ne? Ist ja logisch, wir wollen natürlich ich sag mal so, die Orientierung nicht unbedingt am Kurs in diesem Jahr bei uns. Das könnte vielleicht etwas anders aussehen, aber wir wollen einfach auch in die Bundesliga reinwachsen. Ja, wir gehen jetzt nicht mit überzogenen Vorstellungen rein. Ja, und natürlich haben wir uns hier und da verstärkt. Ja, denn es könnte ja auch so nicht so weiter gegen den unteren Ohren, wie es
sitzen lassen. Und wenn man die beiden Neustarter, die wir heute auf die Matte gestellt haben, mal betrachtet, dann muss ich sagen, das war auch mal so, wenn ich Baranowski bin, der hat einen starken Kampf euch geliefert hier in der 98 Kilo Klasse. Aber hat halt unser Tyranner in 130 ganz einfach versagt. Das hätte man so nicht erwartet und das war vielleicht auch das Zünglein an der Bar. Ja, wenn der Kampf nicht so klar gekommen wäre mit 4 Punkten, hätten wir heute hier bei euch so einen Sieg einfahren können. So ein Schlitzohr, da wollte ich gewinnen, ja. Andreas, wir haben nächste Woche den nächsten Heimkampf. Tony, haben wir heute das Team gesehen, das nächste Woche gegen Kölner kämpft? Oder wird es da noch Veränderungen geben, so im Hinterkopf? Wenn der greifbar ist und so weiter, ist klar, aber wie sieht es aus? Sicherlich werden wir intern den Kampf auswerten und wir werden uns auch zusammensetzen und Gedanken machen, inwieweit wir das Team verändern müssen, aber eben auch können. Wir haben nicht unbedingt Möglichkeiten, den niedrigsten auseinanderzustellen. Also das Gerüst steht, das war auch bei der letzten Pressekonferenz so eigentlich ganz genau dargestellt und wir haben nicht so viele Wechselmöglichkeiten. Für uns ist aber auch immer wichtig, dass wir den Jungs in erster Linie immer versuchen, jedem auch immer die Möglichkeit zu geben, zu kämpfen. Das haben wir mit den Jungs auch so angesprochen. Und dass wir uns da nicht in erster Linie auf den kommenden Gegner richten oder nach dem kommenden Gegner richten, sondern immer auch an der Entwicklung des Sportler denken. Und da setzen wir uns zusammen und werden das gemeinsam entscheiden. Und vielleicht sehen wir in der einen oder anderen Klasse einen anderen. In den meisten nächsten Klassen sicherlich nicht, aber eben aus der Gruppe heraus. Okay. Ich noch eine kleine Ergänzung dazu. Es ist ja immer so, das hat man ja heute gesehen, Standortbestimmung der erste Kampf. Und da guckt man mit dem langen und breiten Auge und sieht auch, wo die Schwächen liegen. Und wir haben ja auch noch ein paar Athleten, die in der zweiten Reihe stehen und deren Leistung stammt und die brennen drauf, auch ihre Leistungsentwicklung nachzuweisen. Und ich denke schon, dass wir auch gut beraten sind, dem einen oder anderen hier auch eine Chance zu geben, um ganz klar die stärkste Mannschaft für die nächsten Gefechte rauszukristallisieren. Und den Knoppach macht sich immer ganz gut, weil die auch immer sehr differenziert aufstellen mit ein paar Schaden, mit ein paar Jungleuten. Und ich glaube schon, dass wir da auch die Möglichkeit haben, unsere Leuten, die heute nicht gewonnen haben, den einen oder anderen sicherlich nicht rein, geht ja gar nicht an. Aber doch den einen oder anderen, den wir nicht sehen wollen. Und da machen wir noch ein bisschen Bundesliga-Reden, könnte mit den zwei Verwarnungen, dass das dann auch durchgedrungen ist bei jedem. Ja, aber da muss ich sagen, das ist eigentlich dann doch ein bisschen traurig, das liegt wirklich nicht an uns. Ich habe mir schon Vorwürfe gemacht, das ist aber nicht diese die Regel ist international und wer von der Weltmeisterschaft kommt und diese Regel vergisst. Traurig. Ja. Gut, gibt es Fragen aus dem Zuhörerkreis? Welchen Einfluss hatten dieses Unentschieden auf eure weiteren Saisonplanungen? Ihr habt ja sicherlich nicht mit diesem Unentschieden oder mit diesem Punktverlust gerechnet. Gut, wir bleiben dabei, dass unser Ziel, haben wir jetzt klar definiert, der vierte Platz nach hinten rückwärts ist. Inwieweit dieser Punkt nach uns nachher fehlt oder vielleicht wollt ihr das, wenn wir zum Schluss sind. Also, gut, wir haben erstmal nicht verloren, wir haben erstmal was Zählbares mitgenommen. Reicht erstmal so. Ein Punkt ist erstmal besser als nichts. Allerdings wird man die Ergebnisse der kommenden Wochen abwarten. Ich sag mal, wenn Mansfeld mit so einer Truppe, ich sag einfach mal auch Aachen oder Lichtenfels, vielleicht besiegt, was jetzt im Rahmen des Möglichen liegt, haben wir einen Punkt geholt, was hinten raus vielleicht zählen kann. Vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht haben wir ihn verloren, vielleicht haben wir auch irgendjemanden, das werden wir hinten raussehen. Die Planung deswegen jetzt zu ändern, darum zu stellen, wie gesagt, das können wir eh nicht. Wir müssen und werden wir den Ergebnis von heute leben. Und wir werden gucken, dass wir die nächsten Gänge einiges besser machen können. Danke. Oh ja, gut. Ihr seid also gegen Mainz dran. Da wird es ja, unter Umständen noch eine Zahnschärfe in Mainz. Ne? Nee, zu Hause. Zu Hause. Nee. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, wir haben schon gesagt, wir wollen nach Hause, wir haben noch ein Stück zu fahren. Will ich das auch nicht jetzt irgendwie verlängern. Ich bedanke mich, dass ihr noch kurz hier wart. Wünsche uns allen eine tolle Saison, wie auch immer, dass die heimlichen und unheimlichen Wünsche alle in Erfüllung gehen. Und ich drohe jetzt schon an, wir schlagen am 1. November ein Eisleben auf. Und dann gewinnen wir. Okay, danke Herr Martin, danke Andreas, danke Johnny. Und den Zuhörern einen schönen Abend und Wochenende. Und nächste Woche gegen Körner.